Ja, Momo-Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ist zwar nicht die Stelle, wo ich mich ausgeloggt habe, aber es ist ziemlich nah dran. Event, Patrouillendienst, ja, nee. Es wird Zeit für unsere regelmäßigen Patrouillen. Der heutige Sicherheitsdruck soll sich umgehend bei mir melden. Ach, das ist sogar hier. Was haben wir denn da? Okay, ein Nazi? Haben wir irgendjemanden, der gesucht wird in der Nähe? Nein. Weil es schwachsinnig ist, überhaupt irgendwas zu machen. Wodurch man gesucht wird. Macht ja keinen Spaß, gesucht zu werden. Naja. So viel dazu. Wir wollten uns in diese Richtung bahnen. Das heißt, wir ignorieren jetzt einfach mal dieses Event. Und gehen da in die Richtung. Ja, gestern haben wir. War das gestern? Ich glaube schon. Da haben wir ja einen legendären umgehauen und haben nur Scheiße bekommen. Also Scheiße nicht, aber ja, minus 8% Spielerschaden ist natürlich nicht schlecht. Aber ich sag's mal so, der Nutzen davon ist nicht wirklich groß, weil du gehst ja nicht groß in PvP. Wenn es hier wirklich PvP geben würde, so richtig PvP, dann oh. Das wäre der geilste Loot überhaupt. Wenn es hier wirklich ums Überleben geht. Aber du tut's ja nicht. Deswegen. Wozu sich da einen Stress machen? Nee, wir werden das Ding anlegen, sobald wir unsere Masterplan durchziehen wollen. Um die Spieler ein bisschen zu ärgern. Aber ich weiß halt nicht, ob das hinhaut. Und wie gesagt, ich suche immer noch nach einer Le Location, wo ich. Wo ich bauen soll. Das Gute ist, jetzt kommt demnächst ein Patch raus. Man kann 200 Kilogramm, 200 Einheiten mehr in seine Kiste packen. Ist jetzt nicht die Welt, aber ein Anfang. Ich weiß nicht, ob das hier ein guter Ort für mich ist, aber wenn der jetzt Erfahrung gibt ohne Ende, dann mache ich's. Alter, der macht mich kaputt. Hilfe! Okay, diese Viecher gehören auf jeden Fall zum Event. Und du gehst da jetzt so keine Belohnung. Ich scheiße auf eine Belohnung. Ich will leben. Ist das? Okay, nichts Gutes. Ja, ist doch gut. Ich bin doch schon weg aus dem Event. Ich mach doch gar nicht mehr mit. Lass mich in Ruhe. Ich bin dafür nicht stark genug. Ach Gott. Die folgen mir immer noch, ne? Was ist denn nicht in Ordnung mit euch? Oh, verstrahltes Gebiet. Sehe ich jetzt erst. Ich meine, dass da ein verstrahlter Hotspot war, das ist mir nicht entgangen. Aber dass das ganze Gebiet verstrahlt ist. Natürlich eine andere Nummer. Guck, wie schön das leuchtet. Ah, die Roboter haben nachgelassen. Okay, sehr schön. Okay, da gehen wir schon mal nicht hin. Die machen auf jeden Fall beim Event mit. Schalte den WGR-Craften-Sender ein. Ja, wenn es ein Sender ist, vielleicht da. Aber das Ding bewegt sich ja auch. Das ist das Seltsame an der ganzen Geschichte. Ich habe gerade Mr. Flausch gekuschelt. Gesucht. Draculak. Oh, rennen wir da mal hin. Schalten wir mal ganz kurz aus. Und dann widmen wir uns halt Quests. Ne, Mr. Redhirsch? Siehst du mich nicht, ne? Ja, selber schuld. 15 Erfahrung nehme ich gerne mit. Okay, wenn ich der Erste, der da ist, dann. Oh. Okay, die sind zu zweit. Aber es soll mich ja nicht stören. Ich will ja die Kronkorken und dann laufe ich weg. Ganz einfach. Ich habe nämlich auch nicht mehr viel Heilung. Wir müssen gucken, dass wir uns irgendwie Heilung machen. Und
Mir wurde. Was kreucht denn dadurch liegend? Ach, Biber. Mir wurde gesagt, ich soll so ein blaues Getränk machen aus blauen Blättern und Tee. Das können wir gerne ausprobieren. Oh, ich bin durstig. So, Hilfsmittel. Oh, ich habe auch nicht mehr so viel Wasser. Stimmt, wir wollten nach Hause. Wir gehen gleich nach Hause, nachdem wir den Typen umgebracht haben. Und dann produzieren wir ein bisschen Wasser für mich. Weil so, ich bin eigentlich nur so kurz zwischen Leben und Tod. Bist du lebendig? Nein. Okay. Wollte ich nur sicherstellen. So, der Schrottplatz müsste hier gleich in die Ecke sein. Okay, der ist immer noch da. Wer ist alleine? Hat er den anderen umgehauen oder? Was ist passiert? Übrigens läuft irgendwo auf der Spielwelt ein unbesiegbarer Gegner rum, ein Spieler, der nicht sterben kann. Finde ich lustig. Der hat sich sogar an die Entwickler gewandt, um nicht mehr unsterblich zu sein. Kann ich verstehen, ist langweilig. Gerade im Survival Game. So, das Schöne ist, da wir es schon mal getestet haben, wissen wir, dass der mich nicht kommen sieht. Er rennt doch gerade weg. Der Draculak. Das dürften ja jetzt seine Geschütze sein hier, ne? Und jetzt, psch. Surprise. Ach komm, der ist so nett, den lasse ich. Ich habe 7 Kronkorken bekommen. Alles in Ordnung. Der wollte sterben. Den Gefallen tue ich ihm nicht. Ach komm, was haben wir denn hier? Mutterbeere. Nee, das ist hier zu leicht. Das ist hier zu leicht. Aber 7 Kronkorken bekommen von 10, also. Ach guck mal, die haben hier eine Butze, deswegen. Ah. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Was habt ihr hier? Oh, kann ich hier meine Sachen auch benutzen? Oh, nice. Ah, danke. Es hat sich gelohnt, ihn nicht umzubringen. Der hat hier sogar eine Bastelwerkstatt. Ich will auch eine Bastelwerkstatt. Naja. Gut, wir haben 7 Kronkorken bekommen. Also ich bin glücklich. Jetzt kommt der Roaster und roastet ihn. Ja, komm, wir gucken zu. Jetzt auch halb tot. Guck mal, wie er sich heilt. So, wo ist der andere? Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Hä, war hier nicht gerade noch einer? Nö, ich glaube, das war sein Kollege hier. Naja, porten wir uns mal nach Hause. Da wird geschossen. Auf mich? Oh, das ist echt so, wenn man schleicht, dass man einen auf der Karte nicht sieht. Ja, guck mal da. Roaster. Wenn man schleicht, dann... Oh. Das ist ja cool. Jetzt läuft er weg. Haben wir uns die Kronkorken geteilt. Aber jetzt ist er wenigstens. Aber kann ich ihm helfen? Nö. Bist du verletzt? Brauchst du Hilfe? Nö, das ist nicht der Typ. Ich dachte schon, der Kauer da. Der ist schon weggelaufen, der andere. Brauchst du nicht verstecken. Der wollte nur den Kollegen haben. Naja. So.
Okay, dann wissen wir wieder etwas. Und zwar, wenn wir schleichen, werden wir auf der Karte nicht angezeigt. Das ist doch nicht schlecht. Aber gehen wir erstmal nach Hause. So, wir brauchen einen Generator. Das ist sowieso unsere Mission. Und es ist schon wieder 10 Minuten um. Was mache ich denn mit meiner Zeit? Alter. So werde ich niemals vorankommen. Was soll das? Wer macht hier schon wieder Ärger? Ah ja, und dann gibt es ja jetzt bald eine Planierraupe. Damit kannst du halt die Ebene ein bisschen abgeraden, wo du baust. Mal gucken, ob wir das nutzen werden. So, bauen wir noch einen Generator, ne? Ja, Generator. So, Generatoren. Wie? Mir fehlt ein Zahnrad. Ach, ich dreh durch. Wie soll ich denn an Wasser kommen? Gab es irgendwas? Warum? Wo sind meine Wände kaputt? Wer macht sowas? Ist ja crazy. Die anderen sind noch fit. Da muss irgendwer die ganze Zeit draufgeschlagen haben, als wir weg waren. Ist ja eine fiese Nummer. Kann ich den auch reparieren? Okay, wir wissen auf jeden Fall, wir brauchen noch ein bisschen was, um voranzukommen. Oh, ist das nervig. Naja. So, Gegenstände verwerten. Wir gehen mal hierhin. Haben wir irgendwas noch? Impro-Revolver? Ne, wollen wir noch benutzen. Venus-Hemd und Kampfstiefel? Nö. Ich meine, ich kriege sowieso nichts dafür, aber geschenkt. So, zack. Herstellungsgegenstand Blei verkleidet. Was können wir noch so Schönes herstellen, wenn wir schon mal hier sind? Können wir irgendwas machen? Wir haben kaum was freigeschaltet. Ein Bett könnten wir. Ach, wir haben doch ein Bett hingestellt, oder? Oder ist das auch kaputt? Okay. Bett ist da. Stühle können wir schon bauen. Großartig. Achso, ne, wir haben Pappkamerad aufgestellt. Naja, wir haben den aufgestellt. Ich wollte gerade sagen, hä, habe ich den nicht schon aufgestellt? Regale, Tische, Wanddekoration. Ah. Oh, also. Geil ist was anderes. Mal schön, wie das leuchtet. Unrealistisch. Oh, ach so, der ist kaputt. Ach, die sind kaputt. Stimmt. Die waren ja gar nicht da. Wer macht denn sowas kaputt? Was soll denn das? Ja, wir können ja nicht nichts bauen, ey. Das ist. Die sind ein bisschen traurig. Ich kann nicht mal andere Türen bauen. Nicht mal die kaputte. Geht auch noch nicht, finde Baupläne. Na gut. Lagern wir unsere Sachen ein und dann hauen wir ab. Wieso haben wir da noch so viele 10 mm Patronen drin? Nicht 10 mm Patronen, sondern 10 mm Pistolen. Wir haben hier nämlich noch Waffen drin, ne? Waffen. Ja, die können alle raus hier, komm. Was zum. Was habe ich jetzt. Was. Okay. Das war verwirrend. Was ist denn das? Wieso habe ich da so viele Waffen drin? Die müssen alle wiederverwertet werden, Freunde, ey. Kein Wunder, dass ich keinen Platz mehr hatte. Ah, da war auch meine Sniper drin.
Okay, dann verwerten wir mal die Sachen, wenn wir schon mal hier sind. So, Gegenstände verwerten. Na siehst du mal, kriegen wir die ganze Zeit noch Herstellungsgegenstände, das ist auch richtig nice. Einen Revolver sollte ich behalten. Kampfmesser, Machete, Mehrzweckaxt. Du bist aber nicht so gut wie meine, ne? Nee. Blanke Schlag, der kann auch weg. Die Schwarzpulverpistole behalten wir. Können wir jetzt mittlerweile nutzen, ne? Tomahawks zum Werfen. Impro-Pistole kann auch weg. Oh, Challenge. Stelle Fernkampfwaffen her oder verwerte sie. Nice. So, dann müssen wir gleich gucken, ob wir die brauchen. Die kann weg. Ach, wir haben eine gehärtete, stimmt. Na gut, dann können die alle weg. Das sieht brutal aus. 60. Was haben wir für eine Waffe momentan? Panzerbrechend. Ist doch besser, wenn wir die hier nehmen. Okay, jetzt sind wir aber voll beladen. Ja, da hier, was ist das denn? Oh, ich setze lieber auf Präzision. Okay. Was ist denn das so hell geworden? Ich weiß, wir machen heute schon wieder nichts. Ich kann nichts dafür. Oh, wie fester ist schuld. Okay, was kann weg? Die Baseballgranaten können gelagert werden. Ich packe erstmal alles rein, was ich jetzt nicht als Favoriten gesetzt habe. Eines Tages benutze ich die. Aber solange kann sie weg. So, die Panzerbrechende ist sowieso kaputt. Laserpistole kann auch erstmal weg. Ja, und schon wegen wir weniger. Nice. Der kann auch erstmal weg. Und wir sollten hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen was wegtun. Oh Gott, Leute, es tut mir so leid. Oh, ich wünschte, es würde alles ein bisschen schneller gehen, aber es geht halt nicht. Wir müssen den ganzen Scheiß hier loswerden. So, das brauchen wir alles nicht. Red-Ex. Verdünnt können wir erstmal wegmachen. Verdünnt können wir wegmachen. Lila hast du gesagt, ne? Hast du lila gesagt? Oder blau? Blau. Blau, blau, ne? Ich habe also hier nichts Blaues. Keine Ahnung, was du meinst mit blau, aber wir werden es schon sehen. Schmutziges Wasser hätte ich behalten können. Aber jetzt habe ich es weggelegt. Jetzt habe ich keine Lust mehr, das zurückzuholen. Oh, verdorbenes Fleisch. Packen wir auch mit rein. Sammeln wir. So. Schon viel besser. Und jetzt möchte ich gerne gucken, ob ich die Schwarzpulverpistole noch ein bisschen upgraden kann. Ob das möglich ist. Nicht verwerten. Modifizieren. So. Nee, kann ich tatsächlich nicht verbessern. Fehlen mir überall Sachen. Also ich fand in Fallout 4 konnte man schneller bauen. Aber gut, wir müssen. Wir können gar nichts reparieren. Achso. Kleber, Aluminium. Kleber und Aluminium. Versuche markieren. Na gut, wissen wir Bescheid. Ja gut, wir haben ein paar Sachen abgelegt. Rein theoretisch kann ich noch
das Jagdgewehr, was ich jetzt momentan benutze, weglegen. Da wird ein Scheiß aufgesammelt. Weil wir haben ja jetzt ein Jagdgewehr am Start. Hier, da. So. Pumpgun, Jagdgewehr. Und wir sind durstig, warum auch nicht. Ja, nice. Alles dabei. Ja, jetzt haben wir leider auch fast die ganze Folge verloren, aber ich werde... Oh. Ich muss da eh runter, ne? Nein, jetzt. Hör auf, Dinge auf Favoriten zu setzen. Die Mission der Aufseherin, so, unverbindliche Pläne kann weg. Und das schalten wir auch aus. Okay, wir müssen da runter. Da runter. Und, weiß nicht, da ist so eine Riesengruppe mit einem 43er, die machen mich kalt. Aber wenn ich es schaffe, den Typen wegzusnipern, dann laufe ich weg. Das ist der Plan. Wir schießen und weglaufen. Ich meine, ich habe jetzt hier meine hübsche Sniper dabei. Das würde ich ja wohl hinkriegen. Gut, wir sind am Verdursten. Das kann ich jetzt leider nicht ändern. Okay, wir sind auf jeden Fall noch ein Stückchen weg. Und wir wissen, wenn wir uns ducken, sehen die uns auf der Karte nicht. Also rein theoretisch sieht man nie alle Spieler. Wenn ich jetzt als Gesuchter mich ducke, sehen die mich? Das wäre ja voll... Das ist total unfair eigentlich. Dass du als Gesuchter so in den Mittelpunkt gesetzt wirst, dass du eigentlich kein... Du hast nicht mal die Chance, dich zu verteidigen. Keine Ahnung. Es müsste ein anderes System geben. Es müsste irgendwie ein System geben, dass du keine Ahnung... das Doppelte an Kronkorken verlierst oder so, wenn du stirbst. Irgendwas Härteres. Aber doch nicht so ein Bullshit. Keine Ahnung. Was meint ihr, Freunde? Wie sollten sie das PvP-System aufbauen, damit es irgendwie rund ist? Dass es funktioniert, weil so funktioniert das nicht. Ich laufe da jetzt hin, verpasse ihm einen Headshot und jeder, der mich danach tötet, der ist gesucht. Rein theoretisch. Warum ist das letzte Mal bei dem anderen nicht gewesen, der mit dem Schwert auf mich zugekommen ist? Weil ich sein Feind war von seinem Kollegen? Hm. Man weiß es nicht. Ich weiß zwar nicht, wer da schießt. Befreier. Auf mit dem Scheiß. Nervensäge. Aber ich weiß nicht mehr, auf was er geschossen hat. Wahrscheinlich auf mich. Nur irgendwo. Ich glaube, mit Blau meintest du den hier. Rhododendron, oder? Ansonsten sehe ich hier nämlich nichts anderes Blaues. Hatten wir mal was Blaues gefunden? Doch, guck mal, was liegt denn da? Vorkriegsgeld. Superkleber, Bauplan, Doppelregal. Hm? Dinge, die ich nicht brauche. Ich brauche Dinge, die, keine Ahnung, funktionieren. Ist da ein Auto im Baum oder so? Ist das ein Boot? Das ist ein Boot im Auto. Das ist ein Boot. Im Baum. So, wo bin ich jetzt? Er ist nicht mehr gesucht. Geil. Wer zu spät kommt, verpasst das Beste. Na, geh wieder runter. Ich dich auseinandernehmen. Toll. Okay, 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 nein. Hier. Ist ein bisschen blöd mit dem Zielvisier, ne? Vielleicht sollte ich die nur aus der Ferne benutzen. Er schießt auf mich. Habe ich noch einen Stim? Mein letzter.
zweite Nummer. Das ist auch ein bisschen rauchiges Gebiet da hinten. Ich gebe zu, das ist nicht wirklich fair gegen Level 1er. Ist mir egal. Dass die hier noch Level 1 sind, ist ein bisschen crazy. Aber vielleicht ist das halt genau die Richtung, in die wir eigentlich müssen. Ist hier die Gitarre? Lebt ihr? Die hat jemand anderes schon getötet. Toll, ein versüfftes Bett. Da drin möchte ich schlafen. Ganz genau. So, wo sind wir jetzt? Ich glaube, wir laufen jetzt falsch, ne? Ne, wir laufen richtig. Wir müssen hier entlang. Und dann für den nächsten Eintrag. Es sieht schon nach einem sehr gefährlichen Gebiet aus. So ein bisschen matschig hier, ne? Firmenhauptsitz von Hawk Ride irgendwas. Charlestown. So kriege ich Erfahrung. Toll. Danke, dass du ihn gerettet hast. Wer schießt denn noch hier? Das hört sich nicht nach dem Spieler an. Hört sich ziemlich unkoordiniert an. Ah. Eine Babyrasse. Geil. Oh. Wow, 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 wow. Dude. Das kannst du nicht machen. Oh. Halt, nee, das brauche ich gar nicht, ne? Na, und Fernkampf. Hallo. Ja, mach mal kaputt. Bauplan Atommine. Da kann jemand bald sein Zuhause richtig schön sichern. Technische Daten, was auch immer das ist. Ich nehme es einfach mal mit. Hi. Hast du irgendwas Besonderes? Dich töten. Dafür musst du mich erst finden. Sam Blackwell, Interview Teil 1, 2 und Interview mit Sprecher Powell. Okay, darum kümmern wir uns aber ein anderes Mal. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich würde ehrlich gesagt erstmal den Dude finden wollen. Ach, der ist über mir. Der ist gerade auf der Map. Oh, Level 10. Nicht schlecht. Wird langsam anspruchsvoll hier. Hm, nicht aufgeblasener Kickball. Nice. Genau den habe ich gesucht. Oh, nehme ich. AMS. Skandalfirma. Nö. Das lese ich jetzt nicht. Wir haben sowieso schon zu viel Zeit. Gut, Freunde. Ich würde sagen, morgen haben wir einiges anzuhören. Und zu lesen. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann, oh Gott, ich muss weg von diesen Typen. Gucken wir uns das andere alles mal an und töten vielleicht noch die Typen, der draußen irgendwo rumlungert. Ach, da. Nee, du hast keine Waffe. Lauf doch nicht weg! Doch! Ich weiß ja nicht, was die Supermutanten mit dem gemacht haben, ne? Aber sieht aus, als hätte er Spaß gehabt. Ah, die sind noch weiter oben wahrscheinlich. Ja gut, wir müssen beenden, Freunde. Wir sehen uns morgen. Haut rein, ciao!